Ich sagte ja, ein Video von meinem Roller, den ich noch nicht habe, aber gekauft habe, einen kaputten. Unboxing. Einmal Unboxing. So, da sind die guten Dinger. Also 15 Euro Stück. Ich war ja am Überlegen, ne? Der Roller ist für mich nur für ein paar Kilometer, um mal eben irgendwie hier 100 Meter zum Poststation zu fahren oder sowas. Und wie mein Klapprad, das benutze ich ja auch nur alle 14 Tage einmal. Und da steht dann da, das ist jetzt gerade zu Verkauf. Mein Elektroklapprad, unten habe ich auch noch ein Fahrrad. Jetzt habe ich den Roller, den kaufe ich für knapp 100 Euro oder 110. Und der Typ hat da jetzt 1500 Kilometer mitgefahren und der will jetzt einen mit Vollgummireifen haben. Und der hat gesagt, beim das Wechseln der Reifen kostet und die neuen Reifen, weil er damit mit den alten Reifen, er fährt mit den alten Reifen. Die fahren, der fährt, verbraucht mehr, der fährt mit einem platten E-Scooter. Und der hat mit dem verkauft, weil er sagt, da wo er den hinbringt, der will, das kostet 200 Euro das Reifen wechseln. Auf jeden Fall, ich habe mir diese hier gekauft und ich kann euch sagen, man sagt, die sind in einen Pott Wasser, werden die eingelegt, aber ich habe das schon gesehen. Um die da drauf zu kriegen, das wird eine Aufgabe hier. Achtung. Das ist, der Grip ist vorhanden. Hier. Um das Ding auf eine Felge drauf zu kriegen, das wird eine Aufgabe. Da kannst du hier vielleicht noch einen Rand von der Felge wegflexen. So. Und diese sind auch gar nicht STV zugelassen, weil die nämlich leuchten. Das haben sie bei Amazon in der Bewertung gesagt. Ja, der Verkäufer hat nicht gesagt STVO. Und das war mir auch egal, weil ich das geil fand, wenn die im Dunkeln leuchten. Ne, ich fand das geil, wenn die im Dunkeln leuchten. Ja, das hat so einen kleinen Effekt hat das. Ne, nicht ein Sicherheitseffekt und die Polizei wird mich dann anhalten und sagt, ach, ich habe das aber gar nicht gewusst, aber sehen Sie denn, das ist doch viel sicherer, oder? Ne, ich finde das witzig. Ja, nicht zugelassen. Ich weiß nicht, was das kostet, wenn sie mich erwischen. Ja, dann muss ich es auch schwarz anmalen. So. Ja, wie war das noch mit dem Gummi? Das dehnt sich aus. Also normalerweise Gummi dehnt sich ja, wenn die Autobahnbrücke wird warm, die dehnt sich aus im Sommer und deswegen ist dazwischen eine Gummimischung und die zieht sich dann im Sommer zusammen und wenn bei Kälte dehnt es sich aus. Wir können ja mal einen Versuch machen. Komm, frier das Ding mal ein. Manche sagen, sie haben das in der Mikrowelle warm gemacht. Ja, schön auf eine Pizza drauf. Nein, mal lieber nicht. Weichmacher. Guck mal eben hier auf Pizza. Ich habe jetzt den großen genommen, weil ich zu viel gekauft hatte aus meinen Messvideos. Musste ich den großen anschmeißen und auf der kleinsten Stufe verbraucht der gar nichts mehr wie der andere. Der verbraucht genauso viel. Nahezu. Auf kleiner Stufe wohlgemerkt. Ich habe hier nochmal. Gucken, was war denn hier mal? Muss das Blinken festhalten, dass es blinkt so. 300, vielleicht sogar noch einen Tacken weniger. Der verbraucht 350. So. Also der Grip ist hier vorhanden. Ja, wie gesagt, es ist klar, dass das eine extrem schlechte Federung sein wird, wenn man damit jetzt regelmäßig mit unterwegs ist. Das natürlich über einen Bordstein oder über einen Fahrradweg mit Wurzeln ist das natürlich extrem schlecht. Da muss man immer absteigen. Aber die Pannensicherheit eben, ne? Weil man sieht immer in den Forums und auf YouTube, die Dinger gehen dann oft kaputt, ne? Der soll zum Beispiel, meiner hat 2,5 Bar und die Leute achten da nicht so drauf. Das ist ja genauso wie beim Fahrrad, ne? Wenn du beim Fahrrad mit platten Reifen fährst, der kann 30 Jahre alt sein und du verlierst einmal die Luft. Dann fährst du, dann kriegt er einen kleinen Schlag auf die Felge und dann hast du schon von den Speichen einen Seitenschlag drin. Und wenn die erste Speiche lose ist, dann ist eigentlich schon vorbei. Und bei so einem Elektroroller ist das mit den Speichen das Problem wohl nicht, aber wenn der dann einen Schlag kriegt, wenn der platt ist, wenn er platt wird und kriegt einen Schlag, dann kriegt der kleine Schlauch da einen mit und dann wird der undicht. Ja, und sie haben ja auch Reifendruckmittel drin und alles und sagen, das geht, die sagen, das geht immer kaputt. Ist ja auch egal, für mich nicht so wichtig. Ne? Für mich nicht so wichtig.
Und wenn mir das nicht gefällt, dann werde ich mir jemanden, dann werde ich das Ding inserieren mit den Vollgummireifen an ein baugleiches Modell und ta im Tausch dann kaufe ich mir einen mit kaputten Reifen und verkaufe meine Reifen als vollwertig. Ich weiß nicht, ob man den Motorrad erst hinten bei dem Modell. Das ist ein Reifen für M. Xiaomi M365 und das Modell, was ich habe, ein Soyo, der mit den Blinkern SO03, ist nicht mit angegeben, aber wenn man andere Reifen googelt, dann sind das dieselben Reifen. Das werde ich ja auch sehen. Guck mal, haben wir schon wieder 5 Minuten voll. Aber es ist halt eben. Wenn ich sage, ich habe 80 Kilo, da passiert gar nichts. Das verteilt sich ja noch auf die Fläche, auf zwei. Diese Fläche, kleine Wippaktion hier. Da ist nicht viel los, ja. Da ist nicht viel los, so das war's.